Willkommen zu Kita Today, unserem fast werktäglichen Kita-Format. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus von den Kita-Rechnern und mit mir ist wie immer meine sehr geschätzte Kollegin Frau Zwedernede Trenner. Hallo. So, gestern das Bundeskabinett, dann die Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten. Wir dachten, wir kriegen ganz belastende neue Informationen, die wir dann für euch in einem Videochen irgendwie rechtlich einordnen können. Ihr habt es gemerkt, so richtig war man danach auch nicht schlauer. Also dachten wir, okay, dann werden heute in den jeweiligen Bundesländern dazu ganz schlaue, belastbare Pläne uns vorgestellt, nie, auch nicht so richtig. Ja, wir wissen jetzt, wann irgendwie was mit der Schule beginnen soll, aber wie das mit der Schule funktionieren soll, ist auch nicht ganz klar. Ja, mit der Kita soll es dann durch eine etwas aufgebohrte Notbetreuung auch irgendwie losgehen, aber wann und wie, das ist jetzt auch nicht ganz klar. Wir haben uns dazu, wie gesagt, die Pressekonferenzen online fleißig angeschaut, gerade die auch in Berlin. Die war herzlich unergiebig, weil irgendwie, ja, alles in verschiedenen Stufen. Aber wie die Stufe, bis nächsten Dienstag müsste man darüber nochmal neu nachdenken. Ist also so, dass man nicht zum jetzigen Zeitpunkt sich schon ganz konkret unsererseits mit einer rechtlichen Bewertung dazu so groß einlassen kann. Insofern fällt das zumindest in diesem Video erstmal flach. Sorry, nicht unser Fehler. Ihr habt da draußen genauso drauf gewartet wie wir. Wir wissen das, aber das ist jetzt einfach noch ein bisschen zu unflexibel, das Ganze. Insofern vielleicht interessant an dieser Stelle. Okay, da kommt etwas stufenweise, da kommt etwas vielleicht mit kleineren Gruppen, mit anderen Kindern in der Notbetreuung. Ja. Aber das wie das dann funktionieren soll, das wissen wir wahrscheinlich, selbst wenn wir gewisse Vorgaben haben, wer rein darf, also wie das funktionieren soll unter Infektionsschutzgedanken, das ist immer noch so ein bisschen, ne, die große Frage. Und da passt es doch ganz gut sozusagen auch in unser Videokonzept hier hinein, dass es heute im Bundeskabinett eine neue Regelung gegeben hat. Nein, keine Regelung. Eine Empfehlung. Eine Empfehlung, die aber zu einer Regelung werden soll. Da hat die Unfallkasse mit dran fleißig rumgearbeitet und die legen ganz viel Wert drauf, dass es dann irgendwie zu einer verbindlichen Regelung wird. Und dieses Ding wollen wir euch kurz vorstellen und bitte im Geiste schön an Krippe und Kita denken, an die Arbeit am Kind und wie das eigentlich alles funktionieren soll. Ja, wir starten mal. Frau Kollegin. Ja, also das ganze Papier besteht aus 10 Punkten. Die ersten 2 Punkte kann man erstmal unter relativ beliebig zusammenfassen. Erster Punkt heißt, der Arbeitsschutz soll um betriebliche Maßnahmen zum Infektionsschutz ergänzt werden. Ja, vielen Dank dafür. Sollte eigentlich jedem klar sein. Zweiter Punkt geht in die gleiche Richtung. Angebote arbeitsmedizinischer Vorsorge sollen ausgeweitet werden. Das heißt, Arbeitssicherheitsmitarbeiter oder Fachkräfte und Betriebsärzte und so weiter. Man soll das Angebot irgendwie ausweiten. Sehr schön. Wobei, Schulungen diesbezüglich sollen ja gerade nicht möglich sein. Also auch wieder mal kompliziert, wie die das dann ausweiten sollen, wenn sie ihrerseits sich gar nicht so sehr schulen lassen können. Dafür steht extra da, die Betriebe bieten ihren Beschäftigten zusätzliche freiwillige, gegebenenfalls telefonische arbeitsmedizinische Vorsorge an. Ja, die haben mitgedacht, so ein bisschen. Dann geht's aber los. Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern wird eingehalten. Okay. Mal schauen, wie das funktioniert. Im Krippenbereich wird es noch ein bisschen schwieriger. Im Kita-Bereich kann man es vielleicht spielerisch... Nein, kann man nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Machen wir weiter. Es soll bei diesem Punkt auch in den Betrieben durch entsprechende Absperrungen, Markierungen oder Zugangsregelungen umgesetzt werden. Wo das nicht möglich ist, werden wirksame Alternativen ergriffen. Gut, daran können wir uns dann alle halten. Viertens, Abläufe werden so organisiert, dass die Beschäftigten möglichst wenig direkten Kontakt zueinander haben. Also Teams bitte auseinandersplitten, jeder soll... Jeder einzeln für sich? Am liebsten, ja. Wahrscheinlich, ja. Ja. Also sprich, Pausen werden irgendwie entzerrt, Schichten werden entzerrt und so weiter und so fort, damit die Kontakte der Beschäftigten untereinander auf ein Minimum reduziert werden. Niemals krank zur Arbeit. Okay, alles klar. Egal welche Symptome, leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot, bitte erst ärztlich abklären lassen. Sollte inzwischen eigentlich auch schon so ein bisschen logisch sein. Weiter geht's mit zusätzlichem Schutz bei unvermeidlichem direkten Kontakt sicherstellen. Also, wo eine Trennung durch zum Beispiel Schutzscheiben nicht möglich ist, werden vom Arbeitgeber Nase-Mund-Bedeckungen für die Beschäftigten und alle Personen mit Zugang zu dessen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Jetzt wird's spannend, weil jetzt sind wir doch im
Krippenbereich, im Kita-Bereich. Und wir sind wieder bei dem Video von vor ein paar Tagen mit dem Träger in Hamburg und mit anderen Trägern sonst wo, die gesagt haben, nee, wir wollen gern, dass unsere Mitarbeiter keine Nase-Mund-Bedeckung tragen, damit sich die Kinder nicht erschrecken. Müssen wir jetzt also tun. Naja, müssen noch nicht, weil es noch heute, Stand heute, die Empfehlung ist, aber die Unfallkasse es auch jetzt mitgetragen hat und das Ganze halt als Arbeitsschutzstandard dann auch wohl verpflichtend werden soll. Weiter geht's. So, weiter geht's. Zusätzliche Hygienemaßnahmen treffen, also Waschgelegenheiten und Desinfektionsspender, wenn es denn Desinfektionsmittel jetzt wieder gibt, keine Ahnung, werden vom Arbeitgeber bereitgestellt und möglichst auch im Eingangsbereich und Ausgangsbereich der Arbeitsplätze. Kurze Reinigungsintervalle, also noch ein bisschen häufiger putzen und auf die verbindliche Einhaltung einer Nies- und Hustetikette bei der Arbeit wird besonders geachtet. Also schön den Kindern beibringen. Dienstanweisungen demnächst oder so? Okay, gut, das muss anscheinend, also unsere Bundesregierung ist der Auffassung unter Beihilfe der Unfallkasse, dass man das nochmal gesondert als Arbeitsschutzstandard irgendwie regeln muss. Scheint also noch offen zu sein, okay? So, dann geht's weiter. Risikogruppen besonders schützen, arbeitsmedizinische Vorsorge nutzen. Das heißt, jetzt ist die Zeit für Gespräche. Wenn ihr irgendwie was habt, weiß ich nicht, was dem Arbeitgeber bisher noch nicht bekannt ist, weil es völlig richtig ist, dass ihr das vielleicht für euch behaltet. Jetzt ist die Zeit, darüber gegebenenfalls doch zu sprechen. Wenn nicht mit dem Arbeitgeber direkt, dann mit dem Betriebsarzt oder sonstigem, damit man guckt, gehört man zur Risikogruppe oder nicht. Was haben wir noch? Betriebliche Beiträge zur Pandemievorsorge sicherstellen. Das heißt, man soll irgendwie betriebliche Routinen zur Pandemievorsorge erarbeiten, sprich ein Konzept. Noch ein Konzept. Und der letzte Punkt. Aktive Kommunikation rund um den Grundsatz, Gesundheit geht vor. Der Arbeitgeber unterstützt aktiv seine Beschäftigten. Es geht darum, dass man klarstellt, dass Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten Priorität haben. Nicht höchste Priorität, nur Priorität. Und alle Maßnahmen und Infektionsschutzmaßnahmen und so weiter werden verständlich erklärt und gegebenenfalls erprobt und eingeübt. Jetzt wisst ihr Bescheid. Es kann nichts mehr schiefgehen. Bleibt gesund. Bleibt gesund.